Das Gehäuse ist schon typisch Alfred Führer, würde ich sagen. Die Orgel ist ja von 1972 und hat diese ganz klaren Formen, die aber in diesen klassizistischen Raum eben auch besonders gut passen. Und vom Klangbild würde ich auch sagen, das ist schon eine typisch führerische Handschrift. Also diese sehr, sehr hellen Mixturen und sehr klare Gliederung im Klang. Also das ist schon ein echtes Alfred Führer-Instrument. In der Zeit, als Alfred Führer diese Orgel baute, erwachte in Deutschland das Interesse für das französisch-romantische Orgelrepertoire. Das Instrument in der St. Lamberti-Kirche in Oldenburg bietet ein epochenübergreifendes Spektrum an Möglichkeiten. Wenn dieser Stil 19. bis 20. Jahrhundert aus Frankreich auf einer deutschen Orgel gut geht, dann werde ich schon neugierig. Unser Schwellwerk ist so disponiert, dass da genau die Register vorhanden sind, die man an vielen Orgeln vermisst in Deutschland und die Messiaen quasi selbstverständlich voraussetzt. Also sehr hochliegende Register oder auch eine 16-Fuß-Zunge und sowas. Und vor allen Dingen die Voix Céleste, Gambe, das sind so Register, die man in der französischen Orgelmusik permanent benötigt. Und es fehlt ganz, ganz viel, wenn die nicht vorhanden sind. Das kann man eigentlich nicht ersetzen. Diese Alfred-Führer-Orgel ist mit 52 Registern die größte Orgel im Oldenburger Land. Regelmäßig ist sie zu hören in Gottesdiensten oder auch an jedem ersten Sonnabend des Monats um 12 Uhr zur Orgelmusik zur Marktzeit und natürlich in diversen Konzerten. Also diese Orgel hat eine Besonderheit in der Manualverteilung. Normal ist, dass das sogenannte Schwellwerk das oberste, also das dritte Manual ist. Und an der Lamberti-Orgel ist es das unterste. Und das ist speziell für französische Gastorganisten immer etwas irritierend. Denen muss ich das Wochen oder Monate vorher sagen, weil die ganz selbstverständlich mit dieser normalen Reihenfolge rechnen. Hauptwerk, also Grand Orgue im Französischen, Positiv und Schwellwerk oben. Und es ist bei uns einfach munter durcheinander gewürfelt. Schwellwerk als unterstes, Hauptwerk in der Mitte und das Positiv, dessen Pfeifen hier direkt vor uns sind, als drittes Manual. Der Raum spielt für jeden Organisten eigentlich immer eine ganz, ganz große Rolle. Deshalb würde ich auch mir nie eine Hausorgel zulegen, weil ich finde Orgelklang in trockenen Akustiken ganz schrecklich. Selbst wenn ich im tiefsten Winter, wenn ich hier bei 12, 14 Grad üben muss, manchmal denke, naja, vielleicht wäre es doch ganz schön, man könnte auch ein bisschen was zu Hause tun. Aber grundsätzlich, so eine Orgel lebt vom Raum und ich mag es gern hallig. Das ist hier nicht so ganz stark. Wir haben hier so 3 bis 4 Sekunden Nachhall. Und ich finde auch, ein Stück hört nicht mit dem Loslassen des Schlussakkordes auf, sondern wenn man eine festliche Musik hat, ist dieses kurze Nachklingen einfach oftmals das Eindrucksvollste. Das Zusammenwirken von Orgeln und der Resonanz in Gotteshäusern bleibt über Jahrhunderte wirkungsvoll. Der technische Fortschritt bietet neue Facetten. Ich finde es toll, dass man heute die technischen Möglichkeiten auch im Orgelbau nutzt. Also so ein mobiler Spieltisch wird die Attraktivität dieses Instrumentes einfach nochmal erheblich steigern. Auch, dass man Registrierungen speichern kann, ist sehr, sehr komfortabel. Man braucht viel weniger Hilfe und kann auch farbiger spielen natürlich, wenn man sich häufigere Registerwechsel erlauben kann.
Und die heute gebauten Instrumente versuchen eigentlich alle, mehrheitlich eine Art Allround-Instrument herzustellen. Weil wir haben heute die Literatur vom 16. Jahrhundert bis ins 21. und die meisten Spieler wollen heute alles machen können. Organisten locken mit ihrem Können Zuhörer in Kirchen. Gotteshäuser zählen zu den beliebtesten Konzertsälen Europas. Doch Orgeln erklingen längst nicht mehr nur zum Lobe Gottes. Ich versuche da zu vermitteln. Also mir ist dieser spirituelle und geistliche Aspekt natürlich sehr wichtig. Also ich mag auch, wenn es so eine Stimmung erzeugt werden kann. Aber wir haben hier auch viele Veranstaltungen, wo es einfach mehr oder weniger Konzertsaal hier ist, die Lamberti-Kirche. Ich finde es nicht trennbar von einem Raum und ich halte mich seit Kindesbeinen unheimlich gerne in Kirchen auf. Also für mich ist das, ich brauche das wirklich, also als Lebenselixier, aber wirklich diese Kombination Orgel und Kirchenraum. Das ist einfach ein Bedürfnis, also eine bestimmte Menge an Stunden muss da zustande kommen.